Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Falls du regelmäßig die Nachrichten verfolgst, dann könntest du zu dem Schluss gelangt sein, dass früher alles besser war, oder? Früher hat man zumindest nicht Tag für Tag den nächsten Höchststand der Corona-Inzidenzen verkündet oder von sintflutartigen Regenfällen mit verheerenden Verwüstungen in irgendeinem Teil dieser Welt in Bild und Ton berichtet. Von kriegerischen Auseinandersetzungen in irgendwelchen Unrechtsstaaten, von der Familientragödie irgendwo im Land oder von dem Zugunglück mit Toten und Verletzten. Schrecklich, oder? Was macht das mit dir? Nichts Gutes vermutlich. Im schlimmsten Fall macht es dich traurig, wütend oder es versetzt dich in ein latentes Gefühl von Besorgnis, Anspannung oder gar Angst. Biochemisch passiert dann Folgendes. Dein Körper produziert Stresshormone. Das tut er, um dich zu schützen oder besser, um dich hellwach zu halten und bereit zu sein für die Reaktion, für Flucht oder Kampf. Nur tust du nichts von all dem. Du nimmst die Nachrichten einfach nur auf und tust nichts. Was würde es auch für einen Sinn machen? Du kannst die Flutopfer nicht mehr zurückholen, den Regen nicht stoppen und den Krieg irgendwo auch nicht verhindern. Also bleibst du weiterhin unter dem Einfluss der Stresshormone und lässt zu, dass sie deinen Stoffwechsel behindern und dein Immunsystem beeinträchtigen. Stresshormone machen auf Dauer dick und krank. Die Idee der Natur war eine andere. Stress war über Jahrmillionen der Tiger, die Schlange, das war der Feind. Und Stresshormone waren dafür da, dich für den Augenblick der Gefahr schneller und stärker zu machen. Durch den erhöhten Puls, erhöhten Blutdruck und durch die vorgespannte Muskulatur. Und dann hast du gekämpft oder bist abgehauen. Und dann war auch gut. Für den Augenblick der Gefahr sind Stresshormone ein lebensrettendes Werkzeug deines Körpers. Gestoffwechselt und immunisiert wird dann eben anschließend. Aber heute kann man leicht dieses Gefühl der Bedrohung ständig im Hinterkopf mit sich herumtragen. Ohne zu rennen oder zu kämpfen. Und dann ist es wieder gut. Und dann machen Stresshormone krank und dick. Dabei ist das völlig überflüssig und unbegründet, weil früher war alles schlechter, beziehungsweise heute ist alles besser. Also nicht alles im Detail, aber im Großen und Ganzen ging es der Menschheit im Allgemeinen nie besser als heute. Und es wird sogar immer besser. Ich komme gleich darauf zurück. Das Thema ist nur, wir fallen auf die Nachrichten rein. Das Gehirn ist darauf gepolt, überall nach Anzeichen für Gefahr zu suchen und Gefahren überall und jederzeit zu wittern. Das war bis vor wenigen Generationen auch gut so. Schließlich konnte jedes Rascheln im Gebüsch von einem Tiger oder einer Schlange herrühren. Die Gefahren heute, die rascheln aber nicht. Im Gegenteil, sie sind süß und cremig. Nachrichten werden so aufbereitet, dass sie die Aufmerksamkeit von Lesern und Zuschauern erreichen. Sturmfluten mit Verwüstungen sind eine Nachricht. Dass die Jugendkriminalität in Deutschland allein zwischen 2007 und 2014 um 50% zurückgegangen ist, und die Anzahl der Banküberfälle zwischen 1993 und 2014 von 1.624 auf 244, also auf ein Sechstel. Das wirst du in der Tagesschau nicht hören. Man hat Menschen gefragt nach ihrer Einschätzung zu ganz unterschiedlichen Themen. Die Wahrnehmung der Menschen lautet, es wird immer schlechter. Hunger, Kriege, Analphabetismus, Kriminalität, Krankheiten, Kinderarbeit, globale Ungleichheit, deutscher Wald, Gewässerqualität und so weiter und so fort. Das Gegenteil ist richtig. Früher war alles schlechter. Es scheint nur so, als sei es andersherum, weil heute zu jeder Zeit ein Reporter mit einer Kamera in kürzester Zeit vor der Tür steht, wenn irgendwo irgendwas passiert. Zumindest hält jemand seine Handykamera drauf. Früher ist das alles auch passiert, und zwar wesentlich häufiger als heute. Aber es wurde nicht aufgezeichnet und praktisch live und in Farbe sofort in jeden Haushalt übertragen. Also, wenn du vermeiden willst, dass ein ständiges Gefühl von Besorgtheit, Anspannung oder gar Angst dich auf Dauer dick und krank macht, dann mach dich locker. Es geht nicht darum, kein Mitgefühl, kein Bedauern zu entwickeln. Und schon gar nicht geht es darum, nicht zur Verbesserung, wo immer du kannst, beizutragen. Geh hin und rette Menschen, Tiere und den Planeten. Bitte, bitte. Aber wenn du das nicht tust, weil du dafür zu bequem bist oder besser, weil du da, wo du bist, ja ohnehin deinen Beitrag für eine bessere Welt leistest. Dann mach dich locker und nimm bitte auch wahr, dass diese Welt sich weiterentwickelt und sich jeden einzelnen Tag für die allermeisten Menschen zum Besseren verändert. Lass dich gern von guten Gefühlen durchströmen, in dem Wissen, dass heute fast alles besser ist als früher. Und dieses gute Gefühl
Das stimuliert deinen Stoffwechsel und dein Immunsystem und trägt dazu bei, dass dir alles, was dir wichtig ist, noch besser gelingt. Ich halte hier ein Buch mit dem Titel »Früher war alles schlechter« in den Händen von dem Spiegelautor Guido Mingels. Kostet bei Amazon 14,90 Euro. Den Link habe ich in die Shownotes gepackt. In diesem Buch sind Zahlen und Fakten zusammengetragen, die den Trend zum Positiven belegen. Anhand von 52 Grafiken wird bewusst oder wird bewiesen, dass wir allen Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es geht unter anderem um die Lebenserwartung, Krankheiten, den deutschen Wald, Analphabetismus, Kriegstote, Verkehrstote oder Tote durch Naturkatastrophen, die globale Ungleichheit, den Hunger, Kindersterblichkeit, das Bevölkerungswachstum, die Flugsicherheit, den Terror, globale Armut und so weiter und so fort. Und außerdem, vielleicht hast du schon mitbekommen, die Omikron-Welle ist gebrochen. Außerdem werden die Tage schon wieder länger und heller. Der Winter liegt fast hinter uns und die Krokusse, die blühen schon hier und da. Der Frühling macht sich fertig und der Sommer wird genial. Wir werden uns wieder frei bewegen können und den Sommer richtig genießen. Das wird genial. Ich freue mich darauf. PS, besonders freue ich mich auf das Blut-TÜV-Seminar vom 5. bis 8. Mai. Das wird genial. Wir werden uns auch da frei bewegen können und eine geniale Zeit gemeinsam verbringen. Anmeldung ab sofort an ralf@barefootway.de. Es sind noch reichlich Plätze frei. Meld dich an. Und bis dahin, mach dich locker. Deiner Gesundheit zuliebe. Dein Ralf Bohlmann.